Hi, heute beschäftigen wir uns mit der grafischen Ermittlung einer resultierenden Kraft. Und zwar für den konkreten Anwendungsfall, wenn diese Kräfte alle auf einer Wirkungslinie liegen. Als Beispiel habe ich hier einen Pneumatikzylinder vorhanden, hier oben aufgehängt an einer festen Umgebungskonstruktion. Und hier wird er mit Druck beaufschlagt. Dieser Druck hier sorgt dafür, dass dieser Kolben nach unten gedrückt wird. Also gegen diese Rückholfeder gedrückt wird, die Kolbenstange fährt aus und wir haben einerseits diese Druckkraft, einerseits diese Gewichtskraft aus dem Eigengewicht der Kolbenstange und andererseits haben wir aber auch hier eine Kraft aus der Feder, die dann, wenn der Druck wieder verschwindet, also wenn der Druck abgelassen wird, dafür sorgt, dass dieser Kolben, diese Kolbenstange wieder einfährt. Ja, und gefragt ist jetzt eben, einerseits die Größe, aber auch die Wirkrichtung. In welche Richtung wirkt denn diese resultierende Kraft? Und das kann man sowohl rechnerisch als auch grafisch ermitteln. Wir schauen uns das jetzt mal grafisch an. Letztendlich, das Erste, was ihr tun solltet, bevor ihr hier anfangt, die Kräfte einzuzeichnen, ist, den Kräftemaßstab zu definieren. Und der sollte ja einerseits möglichst groß gewählt werden, damit das Ergebnis nachher möglichst genau wird. Andererseits nicht zu groß, damit ihr das dann entsprechend auf eurem Blatt Papier noch dargestellt bekommt. Ich habe hier Kräfte mit 500 Newton, 100 Newton, 50 Newton. Ich wähle jetzt hier einen Maßstab, der 50 Newton pro Millimeter beträgt. Ihr müsst es für euer Blatt selbst ausschauen, was da entsprechend passt. Ich wähle jetzt hier einen Maßstab von 5 Newton pro Millimeter, sprich diese Kraft hier wäre dann genau 100 Millimeter lang. Ihr müsst für euer Blatt Papier euch das mal ausdenken, was für einen Maßstab ihr wendet. Ich denke, das würde bei euch auf dem DIN A4 Blatt auch ganz gut passen. Also 5 Newton pro Millimeter als Kräftemaßstab. Dementsprechend ergibt sich die Länge dieser ersten Kraft zu 100 Millimeter. Ich beginne also hier an einer gewissen Stelle und trage hier diese Kraft Fd, die ja hier senkrecht nach unten wirkt, ab. Das hier soll jetzt ein 10 cm langer Pfeil sein. Ihr könnt es mit dem Geodreieck auf eurem Blatt Papier natürlich deutlich besser machen. Das hier ist die Kraft Fd und das hier sind entsprechend die 100 Millimeter, entspricht den 500 Newton. So, an dieser Stelle kommt jetzt eine weitere Kraft hinzu, nämlich die Gewichtskraft Fg, die auch nach unten wirkt. Also zeichnen wir die auch entsprechend ein. 50 Newton groß ist diese Kraft. Wir haben einen Kräftemaßstab von 5 Newton, sprich diese Kraft wird genau 10 mm bzw. 1 cm lang sein. Fg. Zehn Millimeter entspricht 50 Newton. So, jetzt kommt eine andere Kraft hinzu, die auf der gleichen Wirkungslinie wirkt. Könnt ihr euch gedanklich hier durch diese Strichpunktlinie vorstellen? Diese Rückholfeder. Und diese Rückholfeder, das ist ja als eine Druckfeder ausgebildet, denn die muss ja diese Kolbenstange später wieder zurückdrücken, wenn hier der Druck abgelassen wird. Das heißt, diese Kraft, die wirkt jetzt in entgegengesetzter Richtung. Wir können dementsprechend jetzt hier direkt ansetzen und hier nach oben setzen. Auch wenn die jetzt auf der gleichen Wirkrichtung liegt, mache ich das aus Anschaulichkeitsgründen nicht hier auf diese Pfeile drauf, sondern mache jetzt hier direkt nebendran eine weitere Kraft mit entsprechend 100 Newton, also entsprechend 20 mm lang. Das wäre entsprechend F-Feder, nenne ich das jetzt, mit 100 Newton. Und das sind dann entsprechend 20 mm, entspricht 100 Newton. So, wir haben jetzt alle Kräfte aneinander eingefügt. Wichtig ist, die Kräfte, die nach unten wirken, entsprechend nach unten einzeichnen und die Kräfte, die nach oben wirken, entsprechend nach oben einzeichnen. Wir haben hier den Anfangspunkt unseres Kräftemaßstabs
Ja, unseres Kräfteplans. Wir hatten hier den Anfangspunkt unseres Kräfteplans. Ich schreibe das hier mal noch dazu. Kräfteplan. Und hier ist unser Endpunkt unseres Kräfteplans. Und wenn wir jetzt die resultierende Kraft bestimmen wollen, dann ist es wichtig, dass wir die Kraft einzeichnen vom Anfang, da wo wir begonnen haben, also auf diesem Niveau hier, zum Ende. Also wird unsere resultierende Kraft gerade das hier sein. Das hier ist Fr. So, jetzt müssen wir diese Länge nur noch abmessen. Das wären in unserem Fall gerade 90 mm, 90 mm und 90 mm. Entsprechend bei diesem Kräftemaßstab dann gerade 450 Newton. Insofern, wir haben die Wirkrichtung bestimmt, die die resultierende Kraft hat, nämlich nach unten. War zu erwarten, ja, wir haben hier eine Kraft mit 500 und hier eine Kraft mit 50 Newton, die beide nach unten wirken. Dem entgegengerichtet ist nur die Rückholfeder mit 100 Newton. Das heißt, die resultierende Kraft wirkt nach unten und entsprechend mit einer Größe, mit einem Betrag von 450 Newton. Wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt mir gerne. Ansonsten geht es jetzt hier weiter mit der Ermittlung von resultierenden Kräften, wenn die nicht auf einer Wirkungslinie, aber in einem gemeinsamen Kraftangriffspunkt angreifen. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut.